Hallo und herzlich willkommen. Wunscherfüllung und Verhaltensänderung sind ja untrennbar miteinander verbunden. Und ganz besonders, wenn ich mir ein neues Leben wünsche. Denn wenn ich mir ein neues Leben wünsche, dann muss ich mich durch anderes Verhalten in dieses neue Leben hineinbewegen, Schritt für Schritt. Das ist ja sowieso das Grundprinzip des Lebens. Leben ist Bewegung. Und Stillstand ist tot. Deswegen ist ja der gerade in der Politik immer wieder vorgegebene Wunsch nach absoluter Stabilität. Und absolute Stabilität ist Stillstand, wäre keinerlei Bewegung mehr. Ist also total Blödsinn, wenn man sich das ansieht. Das würde also bedeuten, dass da eine Situation, die dem Tod entspricht, angestrebt wird. Nämlich totaler Stillstand, totale Bewegungslosigkeit. Klar, schön stabil ist das, aber eben nicht gerade sehr lebensförderlich. Wenn es also mein Wunsch ist, ein neues Leben zu beginnen, ein neues Leben zu führen, das ist auch wieder Verhalten, das ist wieder sich bewegen, dann hat das immer damit zu tun, dass ich meine Aufmerksamkeit, meine Fokussierung neu ausrichten muss, bewusst neu ausrichten muss. Auf eine andere Gefühlsqualität, und zwar auf die Gefühlsqualität, die ich in meinem neuen Leben erleben will. Und da das eben schon sehr klar sein muss, stelle ich hier mal eine ganz kurze Technik vor, wie wir uns da selber etwas mehr Klarheit verschaffen können. Sie besteht einfach aus zwei Fragen und einer ganz einfachen Bewusstseinstechnik. Die erste Frage lautet natürlich, was will ich nicht mehr? Was für Gefühlsqualitäten will ich nicht mehr erleben? Wo habe ich bisher mittlerweile ganz automatisch und gewohnheitsmäßig meinen Fokus drauf gelenkt? Und das hat sich dann halt in meinem Leben nicht gut angefühlt, deswegen will ich es ja ändern. Angenommen, ich habe bisher gewohnheitsmäßig und automatisch meinen Fokus immer wieder auf Leid, auf Katastrophen, auf irgendwelche unangenehmen Sachen gelenkt und habe mich dann natürlich auch jedes Mal schlecht gefühlt. Das fühlt sich ja nicht gut an. Denn ich kann ja nicht an Leid denken und an irgendwelche unangenehmen Sachen und dann erwarten, dass sich das gut anfühlt. Das fühlt sich immer schlecht an. Also was ich nicht mehr will, ist damit in diesem Beispiel klar, ich will nicht mehr so viel Leid erfahren. Dann sind wir schon direkt bei der zweiten Frage. Was will ich stattdessen erfahren? Weil meine Aufmerksamkeit muss ja irgendwo ein Ziel haben innerlich, wo sie sich darauf fokussieren kann. Deswegen ist dieses stattdessen eben sehr wichtig. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht. Die sagen aber nicht, was will ich stattdessen, damit die Aufmerksamkeit sich auch neu ausrichten kann, sich neu fokussieren kann. Und dann kann ich da erstens nicht bewusst mit umgehen und zweitens kann sich dann auch nichts ändern. Wie denn auch? Dorthin, wohin du deine Aufmerksamkeit gibst, dorthin fließt auch deine Lebensenergie. Und das wird mehr in deinem Leben. Also ist dieses stattdessen enorm wichtig, damit die Lebensenergie auch weiß, wo sie hinfließen soll, was mehr werden soll. Dieser einfache Umstand wird oft einfach vergessen. Also nachdem ich jetzt Klarheit gewonnen habe, was ich nicht mehr will, Leid in diesem Fall, und stattdessen mehr Freude in meinem Leben, kann ich auch anfangen, das ganz bewusst zu handhaben. Wirklich beginnen, meine Aufmerksamkeit auch auf die Bereiche in meinem Leben zu lenken, wo sowieso schon Freude da ist, egal wie klein, die hat jeder in seinem Leben. Damit dann eben auch da jetzt meine Lebensenergie hinfließt und das wächst und mehr wird. Und da es auf der Quantenebene ja weder Zeit noch Lokalität gibt, kann ich mich einfach auf der Zeitlinie in die Zukunft versetzen. Also in die Lebensqualität, die ich dann schon lebe, mit viel mehr Freude. Ich kann mich ruhig ein halbes Jahr im Voraus in die Zukunft versetzen und kann sagen, yippie, dann ist ja die Freude in meinem Leben schon echt gewachsen.
Ich fühle das aber jetzt schon. Jetzt in diesem Moment. Bisher war es ja so, dass ich ganz automatisch und gewohnheitsmäßig einfach immer irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, die mit Leid verbunden waren, in mein Hier und Jetzt kopiert habe, habe das gefühlt und dann wurde das wieder mehr in meinem Leben. Ich habe also da immer Gefühle aus der Vergangenheit genommen und die immer wieder in mein Hier und Jetzt transportiert. Und jetzt mache ich das eben umgekehrt, weil im Quantenraum spielt es keine Rolle. Dann nehme ich also die gewünschte Qualität, in diesem Fall Freude, aus der Zukunft, fühle die jetzt schon und bringe dadurch diese Zukunftsgefühle jetzt schon in mein Leben, damit das mehr werden kann und wachsen kann. Das kann man ganz praktisch machen. Nimm dir einfach jeden Tag 5 oder 10 Minuten Zeit und schwelge so in diesen Zukunftsgefühlen, aber du musst das wirklich fühlen. Das kann man also auch wirklich ganz praktisch machen. Ich habe dazu ein Video gemacht. Der moderne Mensch lebt von der Zukunft aus. Nimm dir diese 5 oder 10 Minuten und dann fang einfach an und schau hin, was dir in deinem Leben jetzt sowieso schon Freude bereitet, was du gerne machst. Das kommt ja in der Regel zu kurz. Und wenn du irgendetwas, was du sehr gerne machst, als Beispiel bisher nur 5 Minuten gemacht hast, dann änderst du auch da dein Verhalten, machst du in 10 Minuten. Wichtig dabei ist, es müssen immer Sachen sein, die ich selber machen kann, völlig unabhängig von irgendjemand anderem. Denn nur dann kann ich dieses einfache Training völlig unabhängig nur für mich machen. Und je mehr ich mich dann über die kleinsten Erfolge freue, umso wohler fühle ich mich, mit jedem Tag mehr und mehr. Und das wünsche ich auch dir von ganzem Herzen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!